Die Kunststoffextrusion. Im ersten Schritt wird der zu verarbeitende Kunststoff in Form von Granulat über einen Trichter in den Zylinder eingeführt. Bei großen Bedarfen wird das Granulat über Schlauchleitungen zum Trichter gebracht. 1. Das Kunststoffgranulat wird kontinuierlich mit Hilfe von Heizbändern und der entstehenden Reibungsenergie an der Zylinderinnenwand aufgeschmolzen und verflüssigt. Die drehende Schnecke fördert und verdichtet das aufschmelzende Granulat und setzt dieses dabei stetig unter Druck. Die homogene, heiße Masse wird dann durch das Extrusionswerkzeug gedrückt. 2. Die formgebende Geometrie des Extrusionswerkzeuges ist eigentlich nie identisch mit der Querschnittsgeometrie des Profils, das man erhalten möchte. Der Werkzeugbauer muss berücksichtigen, dass die heiße Kunststoffschmelze nach dem Austritt aus dem Werkzeug ein wenig aufquillt und sich damit Form und Lage mal mehr oder mal minder stark verändern können. 3. Damit das Profil nicht in sich zusammensackt, muss es über eine bestimmte Zeit abgekühlt werden. Dabei legt das Profil abhängig von der Komplexität der Geometrie mal eine längere, mal eine kürzere Wegstrecke in einem Kühlmedium zurück, bis es vollständig formstabil und maßhaltig ist. Bei weniger anspruchsvollen Profilgeometrien läuft das Profil zum Abkühlen in aller Regel lediglich durch ein Wasserbad. Bei anspruchsvollen Profilgeometrien muss das noch heiße Profil eine sogenannte Kalibrierstrecke durchlaufen, in der die Wandungen des Profils kontrolliert abgekühlt, aber gleichzeitig auch mit Luft gestützt oder mit Vakuum an Kühlrippen angesaugt werden, um die geforderte Lage und Maßtoleranzen erreichen zu können. 4. Für eine gleichmäßige Geschwindigkeit des abkühlenden Profils sorgen Transportbänder oder Raupenabzüge, mit denen das extrudierte Profil gezogen wird. Geschwindigkeitsschwankungen wirken sich auf die Maßhaltigkeit aus. 5. Hinter dem Abzug befindet sich meist noch eine Wickel- oder Schneideanlage, um das bisher endlos gefertigte Profil auf Spulen zu wickeln oder auf gewünschte Längen zu schneiden.